Du planst dein nächstes unvergessliches Abenteuer mitten ins Herz des Nordens? Dann lass dich inspirieren von majestätischen Landschaften, kulturellen Schätzen und dem ganz besonderen Flair Skandinaviens und begleite uns auf der Reise zu unseren 10 Highlights in Mittelschweden. Schwedens berühmtestes Schloss, Schloss Gripsholm, liegt malerisch am Ufer des Mälaren. Es wurde in seiner heutigen Erscheinung von Schwedens berühmtestem König Gustav Vasa erbaut. Schloss Gripsholm steckt voller Schätze und interessanter Exponate aus mehr als 400 Jahren Schlossgeschichte. Eines der berühmtesten Ausstellungsstücke ist das Präparat eines Löwen, dessen Erschaffer wohl noch niemals zuvor einen echten Löwen gesehen hatte. Schloss Gripsholm ist ein beliebtes Ausflugsziel und von Stockholm aus in kurzer Zeit erreichbar. Im benachbarten Hirschgarten oder der nahegelegenen Ortschaft Mariefred kann der Tag bei einem Spaziergang oder einer schwedischen Fika ausklingen. Nur wenige Kilometer Fahrt führen nach Sigtuna, Schwedens ältester Stadt. Vor mehr als 1000 Jahren war Sigtuna Schwedens wichtigstes Politik- und Handelszentrum, weswegen überall im Ort die Worte "Hier beginnt Schweden" zu lesen stehen. Ins heutige Sigtuna kommen BesucherInnen aber nicht nur wegen der interessanten Stadtgeschichte. Der beschauliche Ort am Wasser lockt mit unzähligen Cafés und Shops. Außerdem liegen im Umland der Stadt 5 wunderschöne Schlösser und auch die Hauptstadt Stockholm ist mit ihrem Flughafen in kurzer Fahrzeit zu erreichen. Eines dieser Schlösser ist das im Nordwesten gelegene Skokloster. Heute dient das Gebäude als Museum und Ausstellungsort. Entstanden ist es seinerzeit aber als Privatpalast, der größte, der jemals in Schweden gebaut wurde. Eines der berühmtesten Gemälde, das in Skokloster besichtigt werden kann, ist der aus Prag geraubte sogenannte Vertumnus, ein ganz spezielles Porträt des Habsburger Kaisers und König von Böhmen, Rudolf II. Das Besondere an dem Gemälde ist die Darstellung des Porträtierten mithilfe verschiedener Obst-, Gemüse- und Pflanzensorten. Vertumnus hängt heute wohlbehütet in einem verdunkelten Raum in der unteren Etage Skoklosters. Im Norden Stockholms liegt die bekannte Universitätsstadt Uppsala.
Fast ein Fünftel der 230.000 EinwohnerInnen machen schwedische und internationale StudentInnen aus, weswegen Uppsala nicht nur auf kultureller und historischer Ebene viel zu bieten hat, sondern durch sein Nacht- und Szeneleben auch besonders einladend auf das junge Publikum wirkt. Uppsalas Universität zählt zu den ältesten der Welt und auch sonst steckt die ganze Stadt voller Geschichte und Traditionen. Diese besondere Mischung macht die Stadt zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Schwedens. Der Julitagård verzaubert BesucherInnen mit einem prächtigen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von malerischen Gärten und weitläufigen Feldern. Das Gut fungiert als lebendiges Freilichtmuseum am See, das in die bäuerliche Vergangenheit Schwedens eintaucht. Ein besonderes Highlight für die kleinen BesucherInnen ist das Minihaus von Findus und Pettersen. Hier werden die Geschichten von Sven Nordqvist lebendig. Julitagård bietet nicht nur einen Blick in die Geschichte, sondern ist auch Gastgeber von vielen kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem alljährlichen Midsommerfest. Der Siljan ist einer der größten Seen in ganz Schweden und liegt in der Provinz Dalarna. Die Gegend rund um den Siljansee wurde durch einen Asteroideneinschlag vor etwa 370 Millionen Jahren geprägt. Entlang seines Ufers gibt es unzählige Reisehighlights für die ganze Familie zu entdecken, was Dalarna insgesamt zu einem spannenden und wunderschönen Reiseziel macht. Los geht's am Nordufer des Sees in Mora. Die Stadt ist nicht nur Ziel des weltberühmten 90 Kilometer langen Skilanglaufwettbewerbs, dem Vasalopp, sondern auch Sitz zweier schwedischer Traditionsunternehmen. Seit 1898 werden in Mora Messer hergestellt, die noch heute für ihre außergewöhnliche Qualität berühmt sind und ein wunderbares Andenken an eine Reise nach Mittelschweden darstellen. Genauso wie die weltberühmten Dalapferde, die in Nusnäs nur wenige Kilometer außerhalb von Mora produziert werden. Hier können BesucherInnen bei allen Arbeitsschritten über die Schulter schauen und eines der zeitlos schönen Holzpferdchen als Andenken mit nach Hause nehmen. Denkt man an Schweden, so kommt man um die idyllischen roten Holzhäuschen im tiefen Wald eingebettet nicht herum. Das typische Schwedenrot stammt traditionell aus Falun. Beim Besuch der berühmten Grube von Falun, einem UNESCO-Weltkulturerbe, tauchen Reisende aus aller Welt in die lange Bergbautradition ein. Hier erfährt man nicht nur von der einst blühenden Kupferproduktion, sondern auch von der harten Arbeit der Bergleute. Nicht zuletzt durch die konservierenden Eigenschaften der Farbe aus Falun werden schwedische Holzhäuser weit über 100 Jahre alt. Das beeindruckende Ausmaß der Grube wird erst aus der Luft so richtig deutlich.
Ein weiteres Highlight in Mittelschweden und ebenfalls am See Siljan gelegen ist die kleine Stadt Rättvik. In Rättvik kann man nicht nur köstliches Eis genießen und auf der Siljanbrücke mehr als einen halben Kilometer auf den See hinaus flanieren. Einmal pro Jahr finden die Classic Car Weeks statt und Rättvik mausert sich vom verschlafenen Städtchen zum Rock'n'Roll- und Oldtimer-Zentrum, das Fans aus ganz Schweden und über die Landesgrenzen hinaus für eine zweiwöchige Szeneparty anlockt. Jeder Nationalpark in Schweden betreibt sein eigenes Nationalparkmuseum, das Naturum. Eines der schönsten ist das Naturum Dalarna. Viele Informationen über die geologische Entstehung der Region, die spezifische Flora und Fauna und die Traditionen der Gegend sind spannend und kurzweilig aufgearbeitet. Eine kurze, aber wunderschöne Wanderung runden den Besuch ab und vor allem das kleine Publikum kommt hier voll auf seine Kosten. Der buchstäblich krönende Abschluss des Nationalparkbesuchs ist der Aussichtsturm, von dem aus sich ein spektakulärer Weitblick über Dalarna eröffnet. Eines unserer persönlichen Highlights war der Besuch des Fuglafjellet-Nationalparks am Rande der norwegischen Grenze. Auch hier gibt es verschiedene Wanderwege für alle Fitnesslevel und einige Superlative Schwedens zu entdecken. Zum einen Schwedens höchster Wasserfall. Mit einer Fallhöhe von 93 Metern hinab in die schmale Schlucht ist der Wasserfall ein beeindruckendes Naturschauspiel. Hoch oben im Fjell steht unscheinbar, aber nicht weniger spektakulär Old Chico, der mit etwa 10.000 Jahren älteste Baum der Welt. Schweden ist immer eine Reise wert und wer die Kombination aus Natur, Ruhe, Kultur und Erlebnissen schätzt, der sollte Mittelschweden auf keinen Fall verpassen. Viel Spaß bei deinem nächsten Schwedenabenteuer!